Nepal gehört zu den ärmsten Ländern der Erde. Allerdings auch zu den Ländern mit den spektakulärsten Landschaften. Der tiefste Punkt, im äußersten Südosten des Landes, liegt gerade mal 70 Meter über dem Meeresspiegel. Der höchste Punkt liegt mit dem Mount Everest-Gipfel auf 8848 Meter, über Normalnull. Hier einige Infos zum Land. Bevölkerung, 28 Millionen, Deutschland 82 Millionen. Pro-Kopf-Einkommen, 650 Euro im Jahr, Deutschland 37.000 Euro im Jahr. Lebenserwartung, 68 Jahre, Deutschland 81 Jahre. Religionen, 80% Hindus, 9% Buddhisten, 4,4% Muslime und 1,4% Christen. Fläche, 141.181 Quadratkilometer, Deutschland 357.021 Quadratkilometer. Mehr als 40% der Landfläche liegt über 3000 Meter. Höchster Berg des Landes ist mit 8848 Meter der Mount Everest. Hauptstadt ist Kathmandu, 1350 Meter über dem Meeresspiegel und 1 Million Einwohner. Ankunft in Kathmandu. Mit dabei sind Andrea und Christian, Birgit und Ulrich. Eine der vielen buddhistischen Tempelanlagen in Kathmandu. In den Straßen der Altstadt. Die buddhistische Tempelanlage Swayampunath. Über 365 Stufen geht es zur zentralen Stupa. Der Durbar Square mit dem alten Königspalast und seinen Tempelanlagen ist das religiöse und soziale Zentrum von Kathmandu. Sadhus, hinduistische Mönche, am Durbar Square. Dada ma banjam re sam ti ri ri, ure ra chau.
Tille, unser Trekking Guide, und seine Familie. Das Touristenviertel Tamil. Die Tempelanlage Pashupatinath mit den Verbrennungsstätten ist eines der wichtigsten hinduistischen Heiligtümer. Mount Everest Trek. Die Trekking-Tour durch das Khumbu-Gebiet von Lukla bis zum Kalapatar bzw. Everest Base Camp ist eine der schönsten weltweit und bei schönem Wetter ein Genuss für alle Bergfreunde. Der Weg führt über etwa 54 Kilometer von Lukla, 2800 Meter über dem Meeresspiegel bis zum Gipfel des Kalapatar auf 5550 Meter. Hierbei müssen etwa 4200 Höhenmeter überwunden werden. Während der Everest-Trekking-Tour waren wir von Lukla bis zum Kalapatar 7 Tage unterwegs. Hier die einzelnen Etappen. Flug von Kathmandu nach Lukla. Erste Etappe, Lukla Fakting, Gehzeit 4 Stunden. Zweite Etappe, Fakting Namsche Bazaar, Gehzeit 6 Stunden. Zwei Übernachtungen in Namsche Bazaar zum Akklimatisieren. Dritte Etappe, Namsche Bazaar Tengboche, Gehzeit 5 Stunden. Vierte Etappe, Tengboche Ferische, Gehzeit 5 Stunden. Fünfte Etappe, Ferische Lobusche, Gehzeit 4 Stunden. Sechste Etappe, Lobusche, Gorakshep, Kalapatar, Gehzeit 6 Stunden. Nach einer Übernachtung in Gorakshep geht es auf dem gleichen Weg in 5 Tagesetappen zurück nach Lukla. Übrigens, beim Everest-Marathon legen die besten Läufer, überwiegend Nepalesen, die 42 Kilometer von Gorakshep nach Namsche Bazaar in weniger als 4 Stunden zurück. Birgit Christian und Andrea am Flughafen Kathmandu warten auf den Abflug nach Lukla. Wir fliegen mit einer Dornier 228. Start der ersten Etappe in Lukla. Mehrfach wird der Fluss Dudh Koshi überquert. Im Hintergrund die Hillary Bridge. Übernachtung in Fakting. Aufstieg nach Namsche Bazaar. Mit seinen vielen Geschäften und Übernachtungsmöglichkeiten ist Namsche Bazaar der Hauptort in der Khumbu-Region. Der Klosterort Tengboche. Links sieht man die Bergkette von Everest Nuptse und Lhotse. Rechts steht die Amadablam mit einer Gipfelhöhe von 6856 Meter.
Das Kloster Tengbosche wurde erst 1916 erbaut. Zweimal täglich treffen sich die etwa 60 Mönche zur Meditation. Auch für Touristen sind die Gebetsräume offen. Übernachtung in Ferische. In der Lodge wird nur der Dining Room mit einem kleinen Ofen beheizt. Hira Ulrich, Christian und Tille mit dem Pomori im Hintergrund. Durch ihre perfekte Anpassung an die klimatischen Bedingungen sind in Höhen über 3500 Meter nur noch Yaks als Lasttiere geeignet. Über den 4830 Meter hohen Tukla-Pass führt der Weg weiter nach Lobusche. Der Pomori als Wegweiser Richtung Kalapatar und Everest Base Camp. Unsere Lodge in Lobusche vor der Nupze Südwand. Übernachtung in Lobusche. Das Lotsenupze-Massiv und die Ausläufer des Krumbo-Gletschers. Der kleine braune Hügel vor dem Pomori ist der Aussichtsberg Kalapatar mit einer Gipfelhöhe von 5550 Meter. Birgit vor dem Krumbo-Gletscher. Tille mit dem Pomori im Hintergrund. Gorakshep, die letzte Lutsch-Siedlung vor dem Everest Base Camp, liegt auf 5200 Meter. Hira und Birgit beim Aufstieg zum Kalapatar. Aussicht auf den Krumbo-Gletscher.
Der Blick in Richtung Everest mit Nuptse im Vordergrund vom Kalapatar aus. Der Anstieg zum Kalapatar in Richtung Pumori Südseite. Hira Ulrich Dille und Christian auf dem Kalapatar-Gipfel. In einem großen Bogen bewegt sich der Khumbu-Gletscher Richtung Tal. Die Westseite von Everest und Nuptse kurz vor Sonnenuntergang. Der Weg zum Everest Base Camp führt am Khumbu-Gletscher entlang. Unser Umkehrpunkt. Ab hier geht es in 3 Tagesetappen über den Tukla-Pass und Ferische zurück nach Namsche Bazaar. Auf dem Rückweg haben wir nochmals eine sehr schöne Aussicht auf die Amadablam. Zurück in Namsche Bazaar bei Andrea und Zunta. Über die Hillary Bridge geht es weiter Richtung Lukla. Eine tibetische Familie auf dem Weg nach Kathmandu. Flug nach Kathmandu. Der Flughafen von Lukla ist ein Short Take-off and Landing Airport. Die Landebahn ist nur 500 Meter lang und um 15% geneigt. Das hilft den Flugzeugen beim Beschleunigen und Bremsen. Zurück in Kathmandu. Das Kathmandu-Tal mit den Städten Kathmandu, Bhaktapur und Patan ist seit 1979 UNESCO-Weltkulturerbe. Wir besuchen die für den Autoverkehr gesperrte Stadt Bhaktapur.
Ein Rundgang durch Bhaktapur vermittelt den Eindruck einer Zeitreise ins Mittelalter. Auch wir essen häufig das Nationalgericht Dal Bhat, Linsen und Reis mit eingelegtem Gemüse. Mit der Fluggesellschaft Gulf Air geht es über Doha zurück nach Frankfurt.